auch wieder der gute Aspekt und der Vater von unserem Sarat, wie er hier heißt, ist halt der Böse. So, nur weil wir uns jetzt von der... Das sieht aber ein bisschen merkwürdig aus. Die Textur ist direkt vor uns, aber er schlägt halt trotzdem übelst weit weg. Das ist ein bisschen komisch. Egal. Und nur weil wir uns jetzt von der Xana quasi entledigt haben, oder der Xana entledigt haben, heißt das jetzt nicht, dass wir jetzt den Rest des Spiels gut sind. Wir können auch trotzdem sagen, ach, die wollten wir bloß nicht, weil die wollte nur unser Geld. Das können wir natürlich einmal sagen. Und ja. Wir haben uns ja für Liana als Lösung entschieden. Wir können aber genauso gut wie gesagt unseren Dämonenvater hier vernichten und die Xana behalten. Also das sind so die verschiedenen Sachen, die man machen kann. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten. Wir können ihn aber auch vernichten und ja, damit eigentlich den guten Weg einschlagen, wenn wir halt mit der Liana, so wie wir das jetzt machen werden, auch höchstwahrscheinlich, Liana-Seite, und wir können ihn auch freilassen, trotzdem. Das genau halt das, was ich gesucht habe. Und zwar schade, dass ich keine mitnehmen kann. Schauen wir mal, wo ist unser Pao Kai? Da ist er. Na, warum kommt denn der nicht dahin? Hallo? Bug oder so? Hier ist eine Winde. Aber welche Tür öffnet sich? Ah, da ist er. Diesmal aber, komm schon. Ja, komm. Ja, weiter. Oh, jetzt ist es langsam gefährlich. Jetzt langsam mal das weiter suchen. Wieder ran. Verdammt. Boom. Und? Jetzt rutscht er da runter, oder wie? Schöne Trophäe. Schöner Drache. Traurig, dass wir den umbringen müssen. Ich mag Drachen. Naja. Aber so ein bisschen das Geglitzer nervt schon. Hey, cool, wir können in unseren Harnisch reingucken. Da ist nichts drin. Das Tor offen. Und da es aber weiter rollt, würde ich aber mal schätzen. Oh mein Gott, hat mich das gerade verjagt. Ich dachte, da ist irgendwas. Ein Monster oder so. Hey, Liana. Ich hatte Angst, ihr würdet es nicht schaffen oder nicht zu Ende bringen. Ich freue mich so für uns. Beeilt euch. Ich komme, sobald ich mich ausgeruht habe. Ich habe in der ganzen Stadt gegen den Nekromanten gekämpft. Ich verspreche, Arantir wird erst um Gnade flehen, wenn ihr da seid. Was war das denn gerade? Das gehört dieses... Ich weiß nicht, schon ein bisschen komisch. So, jetzt haben wir sie auch wieder gefunden. Sie hätte uns ruhig ein bisschen helfen können in der Stadt. Verdammt. Wie ich diese Tore hasse.
Schneller, schneller, schneller. Aber dass das Tor so ist, hat einen guten Grund. Und zwar, wenn man diese Wahl nicht getroffen hätte, dass man ja Xana los wird. Und man kommt trotzdem an den Ort und sagt sie, nee, ich kann dich hier nicht vorbeilassen. Du bist ja noch Dämon und bla 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 bla. Und ja. Dann hätte man sie töten müssen. Oder halt hier durchfliehen, aber das ist halt recht schwer, weil man halt nichts machen kann, während man an dieser Winde dreht. Ergo kommt man nicht an ihr vorbei, ohne sie zu töten. Helft mir, dann helfe ich euch. Helft mir, dann helfe ich euch. Wer seid ihr? Nein. Dann hilf mir jetzt und tot. Ja. Wie geil. Guck mal, ist wieder dieses lustige Licht für die Nase gesetzt? Stimmt, oder? Wer seid ihr? Einer von vier toten Königen Steinhelms, die Arathir verpflichtet hat, um euch aufzuhalten. Schickt meinen Leib in den großen Abgrund, dann werde ich mich bei meinem Vater für euch verwenden. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe. Okay, wir sollen also jemanden befreien. Und diese Ketten hier halten ihn. Die Kette, die man hier sieht. Das war die erste. Sehr schön finde ich die Schmetterlinge, die ganze Zeit hier rumfliegen. Ja, also wir sollen halt diesen Geist quasi erlösen, indem wir ihn halt töten oder... ich weiß nicht, ist das jetzt auch ein Zombie? Ich glaube, er war einfach nur ein Gefangener. Oh. Oh, schön. Ich glaube, der hängt auch gerade hier genau auf unserer Nase. Ach, du lebst noch, Kumpel. Boom, wir sind so stark, dass wir Särge umtreten können. Das ist er. Und die eine Kette haben wir gelöst und die zweite muss da irgendwo drüben sein. Und wie er schon gesagt hat, er wird dann halt sich bei seinem Vater verbürgen für uns. Ey, der ist gut geworden. Bereite dich auf die letzte Absolution. Auf die letzte Absolution. Kenne ich nicht. Und da wir gerne Hilfe annehmen, auch wenn es sehr merkwürdige Menschen sind, die irgendwo festgekettet hängen in irgendeiner Gruft, ja, wir helfen dem einfach mal. Und das ist die zweite. So, Ishvan sollte nun frei sein. Ishvan, wer nennt sein Kind Ishvan? Das ist unüblich für einen Menschen, Asha so bereitwillig. Na los, greif an. Ja, Asha. Na los. Eine Klinge ist erpicht darauf, dein Dasein. Du hast doch gar keine Klinge. Oh, er ist schon tot. Ein Hebel, okay.
Gucken, ob hier irgendwo noch was ist, wo wir runter können. Das ist bloß ein Haken. Hey, unsere Lieblingswaffe. Und Texturfehler. Ja, da muss man, wie soll man sagen, muss man rechnen, wenn man das Spiel spielt. Hier gibt es ständig Texturfehler. Ich weiß auch nicht, warum. Oh. Oh. Boah, krass, ich dachte gerade, es bricht ein, aber ist ja nur runtergefahren. Hey, cool, sowas brauchen wir für Minecraft. So eine Wendeltreppe, die auf Knopfdruck sich öffnet. Oh. Ach, das überleben wir. Autsch. Ja, deswegen mal den Spinnenbogen auspacken. Das wäre ein bisschen blöd, oder? Können wir die umkicken? Ey, krass, warum können wir hier eigentlich die ganzen großen Särge umtreten? Die da bestimmt gefühlte 10 Tonnen wiegen. Okay, was ist da kaputt? Ihr habt mich befreit. Nun gut. Bevor ich in den Abgrund fahre, werde ich mein Wort halten und euch zeichnen. Okay. Dass mein Vater euch erkennen kann. Wenn er euch dann erblickt, wird er euch den Weg freimachen. Geht jetzt und grüßt meinen Vater von mir. Natürlich. Anscheinend ist er zu Unrecht da unten. Also ich dachte erst, was ist er denn da? Okay, wir sollen mit dem Licht... Mit dem König... Mit dem Lichtkönig reden. Oh. Wir sollen uns mit einem Licht unterhalten. Und du bist mit dich durchgegangen. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben ja keinen Mana. Ach, überall Zombies. Ah, Copper. Oh. Oh, der wurde gerade... Wer gehört wohl? Ey, der wirft Leichen um sich. Ach, so ein Zyklop. Ist doch unsere leichteste Übung. Autsch. Oder auch nicht. Hätte ich gesagt, leichteste Übung? Der muss doch eigentlich blind sein. Guck dir sein Ohr an. Autsch. Nur so kann man ihn kalt machen. Ah. Tritt er uns wieder um. Autsch. Der wirft ja einfach mal so eine Leiche nach uns. Autsch. Und der ist ja auch noch so ein Kollege. Oh. Okay, was wir können, kann er auch. Schön ins Gesicht. Und jetzt stirb! Und wie das Blut sprießt. Ja. Also wie gesagt, das mit dem ganzen Blut und so ist eigentlich nur, wenn man es uncut spielt. Ich habe aber seit dem letzten Mal nichts geändert. Ich verstehe das gar nicht. Also ich finde es gut. Ja, also es kann gerne so bleiben. Und ich vermute mal, das ist ein Fehler. So einen ähnlichen Fehler hatte ich schon mal bei Left 4 Dead. Und ich finde diesen Fehler gut. Und zwar hat
hatte ich vom ersten Teil, oder habe ich vom ersten Teil die gecuttete Version, auch für Steam. Und, ja. Wollte es aber gerne uncut spielen. Und habe es auch irgendwie, ja, auch nicht irgendwie gefunden, weil in Deutschland gab es das dann nicht mehr, uncut. Und dann habe ich mit einem Kumpel zusammen über LAN Spiel geöffnet. Also, ja, und beim Öffnen wurde eine Fehlermeldung rausgegeben und danach war plötzlich Zombie-Zerhacken angesagt. Also, die sind richtig schön zerschnetzelt worden. Also, wie es halt so die Manier ist bei Left 4 Dead. Zum Beispiel beim zweiten Teil. Wer von euch das spielt, wird das auch uncut spielt, wird genau wissen, wovon ich rede. Da ist mal so ein zerschmetterter Schädel oder so. Oder ein Arm, der abgerissen wird und trotzdem rennt der Zombie weiter. Ja, manchmal sterben sie sofort und manchmal halt nicht. Das ist dann nichts Unnormales. Ja, das war dann halt im ersten Teil genauso. Das hat natürlich dann gleich ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ja. Na, wo springt er denn hin, der Idiot? Ich habe ganz woanders hingeguckt, aber trotzdem springt er da. Na gut, was soll man machen? Oh, dämonische Kreaturen, also auch Zyklopen, sind gegen Blitze anfällig. Das ist doch mal interessant. Und wir haben ja ein Blitzschild gehabt. Dann haben wir mit dem bestimmt auch ganz schön viel Schaden gerichtet. Möchte ich doch einfach mal so behaupten. Und es hoffen. Denn der hat uns ja auch zweimal umgetreten. Mensch, manchmal fliegt man auch ganz schön. So, dann hoffe ich doch mal. Ja, jetzt ist die Frage, klettern wir weiter oben rum? Okay, das schaffen wir schon mal nicht. Okay. Aber so tief war das doch gar nicht, wo wir da hingesprungen sind. Das waren doch nur 10 Meter. Okay, jetzt nochmal ein Versuch, diesmal ohne zu failen. Vielleicht können wir von hier hinten schon ein bisschen was machen, dann springen wir bloß noch da durch die Gegend. Sieht man da was? Nö. Na gut. Ach, doch ran.